Als nächstes werden wir die Waffelfunktion ausprobieren. Dafür werden die Waffeleisen eingesetzt. Jetzt wurde in der Anleitung gesagt, soll man das Gerät erhitzen. Das machen wir. Jetzt warten wir, bis hier die grüne Lampe leuchtet, bevor wir das dann portionsweise auf die Waffelmulden geben. Auch hier steht die Backzeit mit dabei. Die Backzeit ist 4 bis 5 Minuten. Je nach Bräunegrad, den man erreichen will. Vielleicht noch zu den Pflegehinweisen, solange wir warten. Sie können die mit fließendem Wasser abspülen, aber nicht in die Spülmaschine stellen. Das heißt, es ist nicht spülmaschinenfest. Niemals mit metallenen Gegenständen reinigen. Und das Gerät darf nicht mit Wasser in Berührung kommen. So, das Gerät zeigt jetzt ein grünes Licht, das heißt, wir können anfangen, den Waffelteig aufzulegen. Das machen wir jetzt mal. Haha, jetzt habe ich mich ein bisschen verbrannt. Muss man echt aufpassen hier. Das ist gefährlich. Jetzt warten wir 5 Minuten. Und unsere Waffeln sind fertig. Gehen Sie mal raus, mal schauen, ob die sich gut lösen lassen. Ja. Naja. Geht. Also gut aussehen tun sie auf jeden Fall. Schmecken wahrscheinlich auch gut. Es ist nur ein bisschen. Ja, nicht einfach sauber zu halten. Machen wir gleich noch ein paar Lagen und danach zeige ich Ihnen gleich, wie die Grillfunktion funktioniert.